Es geht auf alle Fälle um eine nachhaltige Reform der Kammern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen, wie sich der Kammerstaat entwickelt hat, die Kammern Rücklagen in Milliardenhöhe gebildet haben und sich so ein Staat im Staat gebildet hat. Und das sehen wir sehr, sehr kritisch und da bedarf es einer dringenden Reform. Denn es ist ja nicht gesagt, dass der Arbeitnehmer, jetzt wenn wir bei der Arbeiterkammer bleiben, auch wirklich die entsprechende Vertretung bekommt, die er erstens haben will und zweitens, die sich durch die Umlage auch abzeichnen sollte. Und speziell bei Prozessen, die von der Arbeiterkammer geführt werden, hört man immer wieder von Fällen, dass nur diese Fälle übernommen werden, wo ein Sieg quasi sicher ist. Und strittige Fälle werden jetzt gar nicht aufgegriffen. Und dafür brauchen die Arbeitnehmer keine Kammer. Das könnten sie auch selbst machen. Dieses Risiko selbst eingehen, hätten sie auch nicht weniger davon.